Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zurück zu Roblox. Ich hatte gestern ja schon gesagt, dass ich heute ein neues Spiel spielen werde. So, und dieses Spiel wird sein Rocket Tester. Ich habe es damals schon mal gespielt. In der Zeit hat sich sehr, sehr, sehr viel getan. Also wirklich sehr viel. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Gehen wir einfach rein. Ich hoffe mal, dass es nicht laggt. Ich hoffe es wirklich sehr. Ein Game bei Triple Patty Burger. Rocket Tester. Ihr werdet gleich schon oben rechts was sehen. 82 Millionen. Ja. Ich habe ordentlich gefarmt. Dach. Und zwar ist es so, dass ich alles Mögliche habe. Das ist jetzt eigentlich ein bisschen langweilig jetzt. Ich zeige euch das einmal. Wenn ihr wollt, dass ich das nochmal durchspiele, dann also einen neuen Account erstellen und nochmal durchspiele, schreibt es in die Kommentare. Ich mache eine Abstimmung und zwar genau jetzt. Ihr könnt also jetzt abstimmen, ob ich nochmal einen neuen Account machen soll und das nochmal spielen soll, um zu zeigen, wie ich alles gemacht habe, oder einfach das nächste Mal nochmal ein neues Spiel, also irgendein anderes. Ich zeige euch jetzt erstmal, was es gibt. Was macht ihr? Okay. Und zwar, wir hatten damals angefangen mit der Goddard 1, sind ein bisschen weitergegangen. Ich weiß nicht bis wann. Auf jeden Fall gibt es jetzt auch eine X15. Ihr seht schon. Ja, ist nichts hier, ne? Das liegt daran, dass es da oben ist. Und zwar ist es ein geiles Flugzeug. Werde ich euch mal gerne mal kurz zeigen. Nämlich nicht das. Leider steuern wir nicht das große Flugzeug, sondern etwas, was da dran ist. Da, dieses kleine schwarze Ding hier. Na, das sieht auch ganz cool aus. Okay, man sollte hier nicht rennen. Das ist, glaube ich. Renn da. Geh doch. Rein. Dankeschön. So, tun wir das schon mal ganz hochstellen, damit wir gleich nicht runterfallen. Und dann würde ich sagen, launchen wir das große Flugzeug mal. Hui. Und wir können es jetzt abwerfen. Man sieht schon, wir können fliegen. Hui. Stellt den mal ein bisschen runter, damit wir nicht so viel Sprit verbrauchen. Guten Tag. Der wohnt hier. Das ist, glaube ich, orange, wenn ich es nicht. Es ist gelb. Bei gelb wohnt auch einer. Na, lasst uns mal zu orange gehen. Da ist pink, da ist keiner. Ding einfach hier weiter. Ist hier orange, ah ja, perfekt. Ah, das ist blöd, hier gelandet zu sein. Komm, schön. Landen hier, komm, das können wir. Wir sind Profi. Ja, passt schon. Und da sind wir sogar gelandet. Wenn wir hier einfahren, dann können wir den nämlich. So. Und er ist deutsch. Ich auch. Lass mal doch mal zu gelb rüber. Na komm. Wir starten. Gut.
Halleluja. Wo ist gelb? Es lädt nicht. Da ist gelb. Ja, da sind wir gelandet. Wir landen einfach hier auf seinem Dings. Wenn ich das schaffe! Ah, schade, passt. Naja, gehen wir mal zurück zur Base. Und zwar haben wir ein Space Shuttle und alles, aber ich war fleißig, habe meine Space Station gebaut. Können wir uns jetzt mal angucken. Dazu bräuchten wir am besten das normale Space Shuttle. Komm, stellen wir es glaube ich einfach so einzeln. Ich kann auch jetzt zu anderen Dings fliegen, zu anderen Planeten. Das machen wir danach. Oder nee, machen wir jetzt. Und zwar gibt's. Man kann mit Tausenden zum Mond fliegen und sowas, aber ich habe einen Favorit und zwar die Big Falcon Rocket. Ihr seht schon, die ist schon ziemlich groß. Größer als Space Shuttle. Und die ist einfach am gemütlichsten zu fliegen. Man muss nur eine Stage droppen, kann aussehen, wohin man will, und die bringt auch einen da wirklich hin. Zeige ich euch mal so. Hier hin, einmal hier rein und bam. Am Teppich, im Bett kann man sowas mal reinlegen. Hier, seht ihr? Man hat alles Mögliche hier drin, Steuerstuhl, und das kann man sich hinsetzen. Ich habe auch einen Steuerstuhl, wähle den Mond aus. Ich habe damals ja auch schon ein bisschen angefangen, meine Space Station zu bauen. Also die Basis, aber da ist es interessant. Gehen einfach mal auf den Mond. Können einfach sehen, wir fliegen jetzt einfach hoch. Wir fliegen, hey. Und Upstage 1. Aber jetzt macht der Rest einfach alleine. Könnt ihr einfach zurücklehnen. Ihr seht, solange der Speed unten unter uns, also der hier noch hoch geht, sind wir noch nicht da. Ich glaube, aus 6000 Metern Höhe. Ihr seht schon, wir haben keinen Tank mehr, wir fliegen trotzdem einfach hoch. Das Bild geht immer noch hoch. Einfach warten. Wir sind gleich da. Und da geht das Bild auch schon runter. Wir sehen, wir gehen jetzt geradewegs auf den Mond zu. Da ist er. Der Mond. Und da hinten ist meine Space Station. Das ist meine Mondbasis. Ich habe einmal vier Teilchenbeschleuniger, mit denen ich konstant Punkte kriege. Die bringen 900 pro Sekunde einer von denen. Lande. Der geht runter. Könnten jetzt halt heute schon auf Land drücken. Ja, Land. Jetzt fahren wir mal runter. Bam, sind wir da. Aufsteigen. Und da ist unsere schöne Basis. Hier ist dann unser schöner Teilchenbeschleuniger. Kohleminen. Keine Ahnung, was das hier ist. Irgendwas. Interessant. Gehen wir wieder raus.
Hier sind so ganz große Häuser für. Die produzieren, glaube ich, Population. Mal kurz gucken. Mond, bitte. Also doch, Mond. Ja, wir haben 238.000 Ressourcen, 4 Population, 52 Elektrizität. Oh Gott, das ist ja auch Spaß. Man kann hier schon sehen, auf Pluto habe ich noch nichts, Triton habe ich noch nichts, Oberon habe ich noch nichts, Titania habe ich noch nichts, Titan habe ich noch nicht. Io habe ich schon was. Ganymede habe ich noch nichts. Komet habe ich was. Mars habe ich auch schon was. Venus habe ich noch nichts. Merkur auch noch nichts. Mond ist alles voll. Jo. Das ist im Wesentlichen das Ding hier. Jetzt sagen, fliegen wir auch gut zurück und fliegen aber zu meiner Space Station. Mal wieder hier hochklettern. So, jetzt muss ich einfach nur auf Return to Earth drücken. Und schon fliegen wir zurück zur Erde. Das ist das Schöne. Und wir sind auch nicht in der Mitte, was das Nervige war immer. Wir landen schön an unserem Startpunkt. Das heißt einfach in unserer Base. Tausend Meter Höhe. Ich weiß gar nicht, woher der den Sprit nimmt. Ob der darunter noch so ein riesiger Tank ist? Wer weiß. Sind wir schon auf 33.000 Meter Höhe, 34.000 und immer so weiter. Es geht bis 50.000 Meter und dann geht's runter. Aber schön gemacht hier mit den Dingern hier. Da haben wir ganz Planeten, Tastatur. Und das Lustige ist, es blinkt auch nicht so hart. Vorher hat es nämlich über Zeit geblinkt. Warte mal, ich muss auch kurz was gucken. Okay. Shift-Dock-Schalter, Kameramodus, Bewegungsmodus. Was kann ich hier auswählen? Tastatur und Maus. Ja. Ich laufe dahin, wo Dings ist, ne? Warum sind wir auf 61.000 Meter Höhe? Warte, so, mit der Tür abgedrückt, hallo? Ich wollte nicht so, hallo? Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass wir auf 100.000 Meter hochgehen. Das keinen Sinn ergibt, weil wir waren auf 15.000 Meter. Leute, wir. Oh, unsere Geschwindigkeit wird weniger. Safe kommen irgendwie bis 100.000 Meter höher. Wir wohnen noch gar nicht so hoch. Hey, you. Wer meint er? Meint er mich? Nee, ne? Kann das selber aufhören zu steigen? Leute! Wir kommen auf 100.000 Meter höher! Stopp! Aus! Das ist wirklich ein Bug im Spiel gerade. Ich gehe dann nur bis 50.000 Meter und dann. Ich würde sagen End und. Teleport to Base. Ui! Danke für den Vorsprung. So, jetzt fliegen wir einmal schnell zu meiner Mondbasis. Keine Ahnung, was dieses Bild da ist. Kriege Space Station to Welded. Wahrscheinlich so ein Clearer. Au, 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 was passiert? Au, stopp, aus! Dankeschön. Ich dachte gerade, jemand hat bei mir das gelauncht.
Das ist jetzt natürlich ganz nach oben hier. Komm, von da. Wieder dran. Dankeschön. Und wir fliegen. Ups. We are flying in the Welt, in the Weltall. Ich hoffe mal, dass das in die Videos nicht lenkt. Das wäre echt schön. United States. Und Drop Booster 321 und Drop Booster. Und das ist sie nicht. Ja, wir haben sie einfach nur übersehen. Können Sie den auch schon wegmachen? Bam. Wir brauchen gar nicht so hochkommen. Was, je höher wir kommen, desto mehr Research Points kriegen wir einfach nur. Sind aber gerade unwichtig. Ich meine, ich habe bald 100 Millionen. Warte mal, 100, heißt das 100 Millionen oder 100? Oder eine Billion. Ich weiß nicht. So, unser Orbit ist geil. Dings dafür ist auch jetzt leer. Und jetzt fahren wir runter. Da unten ist unsere Space Station. Da. Hey. Hä? Wo ist denn? Da ist er. Und wir fliegen genau. Ah. Nicht so schön. Space Station Controls. Space Shuttle, das sind wir. Rational? Ne, wir wollen uns linear bewegen. Bitte nach da. Dankeschön. Am besten schließen wir uns da unten an. Oder einfach. Die Steuerung ist jetzt ganz leicht im All. Und zwar drückt ihr E, um runter zu gehen, und Q, um hoch. E runter, Q hoch. E. Oh, jetzt gehen wir hier raus. Eigentlich sollte man hier nicht überleben, das heißt, schnell rein hier. Q, komm, geh hoch. Ja, ne, Modul war noch gar nicht. Denn da. Dankeschön. Auf. Auf. So, wir müssen einmal hoch. Moinsen. Schütze, wir in unserer Space Station drin. Klar, was dahinter war. Was war denn hinter? Hallo? Kein Schatten. Auf jeden Fall ist das hier die Küche. Hallo? Dankeschön. Da kamen wir immer her, also das war mein erstes Modul. Das ist hier schön. Und zwar seht ihr nichts. Jetzt drücke ich hier drauf und. Bam. Wunderschön. Jetzt kann ich auch stehen, was dahinter war. Und dieses Riesenmodul. Auch im Blick schauen wir mal. Das war, glaube ich, das Ding da. Nee. Oh fuck. Man sollte niemand entdrücken. Ups. Dort wollte ich nicht einmal schnell zumachen. Da habe ich gerade erst. Das wollte ich nicht bewogen. Autsch. Klaus muss ich drücken, genau. Klaus, das ist auch nicht Destiny. Das ist auch nicht. Nee. Nee. Ach, welches war das denn? Oder was auch nicht? Halleluja. Nein. Das heißt, das ist Skylab, genau. An anderen Schauen, wir müssen jetzt einmal etwas zurück. So. Genau, perfekt. Und Anschau. Können wir das Ding hier nämlich auch aufmachen. Dankeschön.
geht doch durch. Ha. Jo, das Ding ist schon mal... nur mal größer hier als alles andere. Skylab war es, genau. Ah, jetzt gehen wir an Anscha und gehen wir zurück. Anscha. So, jetzt tun wir das auch schnell saven. Save. So, dann spam. Wir haben zwar das eine Modul nicht mehr, aber das interessiert keiner, da kann was Neues hin. Gehen wir schnell runter und fliegen einmal zurück zur Erde. Ich hätte nämlich hier unten ein Space Shuttle geparkt, und zwar genau hier. Hallo? Dankeschön. Nochmal zumachen, genau. Damit wir setzen uns hier hin und Space Station Controlled, dieses Space Shuttle hier, das sind wir, glaube ich. Ja, wir landen. Meter, 3000, 2000. Wir sind gleich auf dem Boden. Jetzt sehen wir, wenn das Ding hier aufgeht. Und dann sind wir da. Easy. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, stimmt oben rechts ab, ob ihr wollt, dass ich nochmal neuen Spielstand mache und das nochmal komplett durchspiele mit euch. Oder ob ihr einfach demnächst ein anderes Spiel sehen wollt. Ich würde sagen, macht's gut und ciao.